Wie heißt du? Yasemin. Ist dein Bruder zufällig hier? Gut, das ist schon mal eine sehr wichtige Ausgangsposition. Bei Alissa hatte ich schon Angst, aber bei Yasemin, alter Bruder, da zittern die Knie. Versteh mich nicht falsch, ich bin ja selber Schwarzkopf. Komm mit nach vorne, komm. Das Ding in Yasemin, ich glaube, meine Mama wird sich freuen, wenn ich endlich meine hübsche Freundin kennenlerne. Und bei Alissa und mir war so ein bisschen nach einer Zeit die Luft raus. Alissa wollte nicht mehr so, wie ich gerne gewollt hätte, hat mir eine miese Abfuhr gegeben. Du bist nicht zweite Wahl. Das wollen wir ganz klar feststellen. Das muss ich. Du bist sozusagen die erste Wahl. Alissa, du bist auch erste Wahl. Ist eine allererste Wahl. Guck mal, lass uns mal bitte diese Politik erste, zweite Wahl sein, okay? Das ist einfach ein bisschen. Kannst du deine Hände aus der Jacke rausnehmen? Danke, das lieb. Yasemin, guck mal, ich versuch's jetzt mal nicht mit so einer Fragen-Dingen, ich versuch's mal mit einem kleinen Gedicht. Vielleicht kann ich da ein bisschen besser punkten bei dir, okay? Okay, kommst du aus Türkei? Du hast eine schöne Ausstrahlung. Komm mal kurz hin. So, bleib da stehen, damit ich auch alle in deiner vollen Pracht sehen kann. Okay, ich versuch's mal mit einem Gedicht, okay? Vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich bin eigentlich ein sehr zurückhaltender, schüchterner junger Mann, aber durch die Augsburger Unterstützung schaffe ich das heute Abend. Pass auf. Niemals wieder vergesse ich deinen Anblick. Jeder meiner Gedanken trägt deine Handschrift. Wie gemalt sah Yasemin aus, als ich dich sah. Fata Morgana, gib's zu, du bist nicht wahr. Nicht wahr? Zu schön, um wahr zu sein. Auf dem Boden, den Yasemin läuft, will ich die Straße sein. Wie gelebt war ich, als mich dein Blick traf. Halt mich für naiv, doch ich glaub, es war Schicksal. Wie aus einem Märchen, tausend und einer Nacht. Ich hätte nie geglaubt, dass Liebe so einsam macht. Nur für Yasemin schreibe ich jede Nacht tausend Lieder. Und in meinen Träumen sehe ich deine Augen wieder. Bereit, dir die Welt zu Füßen zu legen. Vermisse sie wie die Wüste den Regen. Doch egal, was ich tue, Yasemin sieht mich nicht. Dieser Junge geht unter. SOS, ich liebe dich. Mach mal bitte einen riesigen Applaus für Yasemin. Komm schon. Aber wenn ich ehrlich sein soll, ich kenne die Antwort. Sie hat mich original so angeguckt. Aber ich wüsste, dass sie mir trotzdem ins Ohr. Ein Korb war noch nicht genug für heute. Besser. Oh, alles klar. Vielen lieben Dank. Trotzdem noch meinen großen Applaus.